Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen. Diablo 3 hier, Hardcore, Level 41, Baba. So viel zur Statistik und ich glaube, es brennt jeden auf der Seele. Blizzard hat gestern angekündigt, dass das Auktionshaus, Gold und Echtgeld-Auktionshaus im Diablo-Spiel geschlossen wird. Wow, ich habe erst gedacht, es wäre ein Scherz seitens Blizzard. Was aber nicht so, wie es sich herausstellt, denn es wurde mittlerweile auch als Eilmeldung rausgebracht im Spiel und so weiter und so fort. Was ich, Muse brauche ich noch? Moment, Muse brauche ich noch. Achso, okay. Alaric ist wieder dabei übrigens. Willkommen Alaric, schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe öffentliches Spiel gemacht, aber irgendwie kommt keiner rein. Liegt für den MP2. Traut sich keiner auf. Hardcore. Ja. Also, das Auktionshaus wird geschlossen. Ein riesiger Schritt, den Blizzard da wagt. Das kann wirklich verdammt nochmal nach hinten losgehen, kann aber auch klappen. Ich bin da sehr skeptisch. Also, okay, es kommt natürlich Loot. Warte mal. Warte. Wir müssen ja ganz kurz den Sound hier lauter machen. Was ist los? Wir hören ja gar nichts. So, wird nachher eh am Ende nochmal alles abgemischt. Und ja, also es kann wirklich, wirklich, nein, Hagi, danke. Es könnte wirklich nach hinten losgehen, weil die Spieler, finde ich persönlich sogar auch, haben sich ans Auktionshaus gewöhnt. Also es kommen natürlich neue Legendaries in verschiedenen Levelbereichen und so weiter. Und ja, man kann die nicht mal eben mehr schnell kaufen, sondern man muss sie wirklich finden. Ich habe Gerüchte gehört bzw. gelesen, dass sogar das Handeln von Spielern deaktiviert werden soll. Glaube ich eigentlich weniger. Ich hoffe zumindest, dass es nie umgesetzt wird, weil das wäre dann wirklich für den Arsch. Was das für Folgen hat, ich glaube, weiß nicht, soll man darauf weiter eingehen? Ich glaube, man kann sich fast denken, was sowas für Folgen hat. Also, es ist natürlich so, dass mit Loot 2.0 ganz, ganz andere Drops qualitativ gedroppt werden, also ganz andere Legendaries, was die Stats angeht und auch die Häufigkeit. Also man kennt es mittlerweile auch von der Konsolenversion. Dort findet man auf Hölle bereits schon Scorns mit relativ guten Charen oder andere High-End-Items und ja. Das Ganze wird dann auch für den Computer kommen. Das Auktionshaus wird geschlossen am 17., glaube ich. 17. irgendwie so, also 17. März oder auf jeden Fall im März. Ich glaube, das war der 17. Nagelt mich auch nicht drauf fest. Und ja, was heißt das? Also man kann kein Gold mehr im Spiel kaufen. Da kommt jetzt natürlich das ganz große Geheule auf. Ja, die Botter kaufen jetzt das ganze Gold, beziehungsweise verkaufen das ganze Gold und so weiter und so fort. Und die Botter haben dann Monopol und schießen mich tot. Aber anders gesehen, was willst du mit dem ganzen Gold? Also es gibt kein Auktionshaus mehr, wo du das Ganze reinpumpen kannst. So, fürs Ingame-Gold, okay, da werden sie dann sicherlich noch sich was einfallen lassen. Für, was weiß ich, Mystikerin was kommt. Oder Steine craften. Aber ehrlich, man braucht keine Milliarden mehr an Gold, wie es derzeit der Fall ist, um sich High-End-Equip zu kaufen. Okay, klar. Das Ganze wird über Foren laufen. Also Handelsforen, Handelsthemen und so weiter. Aber wie weit wird sich das umsetzen? Also ich würde mir jetzt nicht die Mühe machen und hier irgendwelche Items irgendwo in irgendwelchen Foren rumspammen. Okay, klar. Der Chat wird dann gut besucht sein. Man wird keine 10.000 Channel mehr brauchen. Man wird 100.000 Channels brauchen, weil alles zugespammt wird. Nachteil wird auch sein, dass wieder zahlreiche Bots im Chat unterwegs sein werden, da die Chats auch da primär benutzt werden, um die Items, den Loot loszuwerden. Es wird halt ein bisschen mehr wie Diablo 2, was natürlich nicht schlecht sein muss. Allerdings denke ich, hat Blizzard mit Diablo 3 einen anderen Weg eingeschlagen. Und den jetzt einfach mal zu retournieren sozusagen. Zu sagen, ach nee, komm, war eine scheiß Idee, hör mal auf, lass mal. Schließen wir den Scheiß wieder. Ich weiß nicht, ob das die richtige, ja, der richtige Weg ist. Ich finde, man hätte das irgendwie anders machen sollen. Das Echtgeld-Auktionshaus komplett rausnehmen, eindeutig dafür. Allerdings wird sich Blizzard dann sagen, okay, da verdienen wir an den Scheiß nichts mehr. Warum sollen wir dann das Gold-Auktionshaus noch lassen? Kostet ja unnötige Serverkosten. Gut. Ja, muss man wissen. Also, ich finde es schade. Man kann dann keine Mets mehr ankaufen im Auktionshaus oder sonstiges Equip. Gerade Level-Equip ist halt da dann. Ja, man muss es wieder farmen. Ich meine, klar, man kann sich jetzt noch eindecken, ne? Die haben es jetzt ein gutes halbes Jahr vorher angekündigt.
dass das Auktionshaus geschlossen wird. Dementsprechend wird der wird das Auktionshaus nochmal ordentlich geplündert, denke ich. Aber andererseits, mit Loot 2.0 soll es ja so extrem überarbeitet werden, dass man sagen muss, okay, warum sollte man jetzt noch was im Auktionshaus kaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was da auf uns zukommt. Einerseits freue ich mich, andererseits finde ich es sehr schade, weil das Auktionshaus war bei Diablo immerhin ja, ein großer Bestandteil. Einer der größten Bestandteile bei Diablo 3, wie ich persönlich finde. Und jetzt sozusagen, komm, wir hauen das raus. Schließen wir den Scheiß. Pech gehabt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber liegt auch nicht in meinem Ermessen. Ich beurteile das Ganze jetzt nur etwas kritisch. Was das jetzt im Endeffekt bringt, muss man abwarten. Wie gesagt, halbes Jahr noch. Ich denke mal, wenige Tage da drauf oder wenige Wochen wird es dann auch das Add-on geben. Alarige schreibt, ich quatsch gerade dazu im Let's Play, also hörst du dann einfach rein. Ich schreibe ihn das mal ganz kurz. So, okay. Und ja, wie gesagt, also es hat viele Vorteile, es hat auch viele Nachteile. Vorteile ist ganz klar, man bekommt High-End-Sachen auch selber. Durch Loot 2.0 bekommt man relativ gutes Equip selber gedroppt bzw. gefunden und man braucht nicht mehr so extrem aufs Auktionshaus ausweichen und da echt tausende Millionen an Gold reinpumpen oder wie manche Spieler auch tausende Euro. Das entfällt komplett. Andererseits muss man fragen, beziehungsweise muss man sich fragen, wie läuft das Ganze weiter? Also speziell, wie läuft das Ganze dann mit dem Gold, was man findet? Also welchen Nutzen hat das? Wenn jetzt wirklich die Handelsfunktion komplett deaktiviert wird, dann muss man sagen, das ist Schwachsinn. Also Diablo, vor allem auch Diablo 2, war immer ein Spiel, wo Handel einen sehr, sehr großen Teil eingenommen hat. Das ist einfach so gewesen und wird auch immer so bleiben. Und wenn die jetzt Strich bzw. Regel vorstehen, dann ist das kontraproduktiv, wie ich persönlich finde. Ich weiß, aber ich kann es nicht sagen, ob das jetzt nun wirklich so gemacht wird, dass das Handelsfenster auch geschlossen wird bzw. ausgepatcht wird. Aber ja gut, muss man gucken, ne? Ich bin schon fast so weit, dass ich denke, dass sie auch ein Offline-Patch raushauen werden. Was das bedeutet, braucht man glaube ich nicht erwähnen. Also das sieht man ja schon bei der Konsolenversion, da gibt es ja Offline-Möglichkeiten, da wird ja so groß rumgeheult, ja, da kann man Items duplizieren, da kann man das machen, da kann man dies machen, da kann man Savegames verändern und bliblablub. Aber ernsthaft, Leute, in jedem Spiel, wo es einen Offline-Modus gibt, gab es das schon immer, dass man die Savegames manipulieren konnte. Oder sonst irgendwelche Werte. Das ist bei Diablo nicht anders. So, jetzt sagen andere Leute, ja, man hätte ja verschlüsseln können, blablabla, aber ey, die überlegen die Verschlüsselung und ich gebe dir 2 Wochen, dass bei Spielen wie Diablo die Verschlüsselung so schnell wieder rausgepatcht wird, dass du gar nicht bis 3 zählen kannst. Also daher ist das alles nur, wäre eine vorübergehende Maßnahme gewesen, ganz klar, aber es wäre keine Möglichkeit gewesen, das irgendwie zu einem Ziel zu bringen. Also dementsprechend finde ich das schon Schwachsinn, dass da jetzt Leute sagen, ja, aber, oh, ich muss ganz kurz aufpassen hier. Larik, kannst du mal ganz kurz helfen hier? So. Allerdings, wie gesagt, finde ich es halt Schwachsinn, dass manche da jetzt so gegen die Konsolenversion gehen knüppeln und sagen, ja, voll Exploits und dann kann man cheaten und blub und... Ach, Leute, ernsthaft, es ist ein Offline-Game. Bei jedem Offline-Game kann man das Safe-Game verändern. Ist nun mal so, wird sich auch nicht ändern. Weder heute noch morgen. Dazu, das war ja nun mal der Sinn, warum Diablo 3 einen Online-Zwang hatte. Es ging nicht anders. Da das Auktionshaus eingebaut wurde, musste man das Ding an einen Online-Zwang binden, damit die Savegames auch online übertragen, also online auch abgespeichert werden und so weiter und so fort. Damit gar nicht erst irgendwelche Möglichkeiten entstanden. Oh, wow. Ah, den haben sogar wir gefunden. Was ist los? Sehr geil. Wir haben Gürtel gefunden. Sehr gut. Gucken wir natürlich direkt mal rein, bevor ich hier weiter quatsche. Na, lass mich in Ruhe, du Dreckiger. Komm her. Kurz sterben, ich muss meinen Gürtel identen hier. Oh, jetzt hör doch mal auf hier, du dreckiges Stück, du. So, okay, wir warten mal ganz kurz beim Identen. Ich glaube, das brauche ich noch ein bisschen. Ja, bevor ich stehen geblieben, lass du ganz kurz überlegen. Genau, Offline-Games, Safe-Game. Wie gesagt, das ist schon immer so gewesen. Wird auch immer so bleiben. Und dementsprechend finde ich es jetzt nicht schlimm, dass es bei Diablo jetzt den Offline-Modus gibt und dass da jetzt so viel gehackt wird und exploitet wird und so weiter. Ich meine, es dient nur die persönlichen Schwanzvergleichen, nicht mehr und nicht weniger. Was haben wir denn hier drauf?
Gold, dann haben wir hier MF, Angriffsgeschwindigkeit, Erfahrungsplus. Wie viel HP haben wir? Ach Gott. Nee, lassen wir. Der ist gar nicht so gut. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, man könnte fast vermuten, also ich vermute es fast, dass sie auch ein Offline-Patch nachpatchen werden. Also ein Offline, auf eine Offline-Funktion, ich drück's mal so aus, nachpatchen werden. Ob da was dran ist, keine Ahnung. Es würde Sinn machen, denn man kann da nichts mehr verkaufen. Es bringt einem persönlich nichts mehr, sich dazu bereichern, denn man kann das Gold nicht mehr so extrem nach in Geld umwandeln. Beziehungsweise, man muss es abwarten. Aber es ist echt ein sehr, sehr mutiger Schritt von Blizzard. Und vor allem finde ich es auch sehr, sehr riskant, das Ganze jetzt so ein halbes Jahr vorher anzukündigen. Ich meine, kein Trottel kauft dir jetzt mehr Gold, weil es im halben Jahr weg ist. Also, beziehungsweise nichts mehr wert ist. Also es hat dann einfach keinen reellen Wert mehr. Klar, man kann sich dann beim Goldseller noch irgendwas von kaufen, aber ganz ehrlich, wenn du den Müll auch im Spiel hinterhergeschmissen bekommst, ne? Warum sollte man sich dann beim Goldseller noch das Zeug zusammen kaufen? Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht machen. Aber ich glaube, so denkt wieder jeder anders. Aber naja, so ist das, ne? So ist das. Und so, ich muss ganz kurz hier denken. Müll. Müll. Ein Zweier braucht jemand? Ich denke nicht. Ja, und wie gesagt, es ist halt, ja, ein sehr, sehr mutiger Schritt. Ich bin gespannt, was das für die Zukunft von Diablo 3 bringt. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, warum Blizzard das überhaupt gemacht hat, den Schritt. Irgendwie, weil die Spieler, also sie schieben es natürlich auf die Spieler, ne? Ganz klar. Weil die Spieler das Auktionshaus in einer Art verwendet haben, wie Blizzard es sich nicht vorgestellt hat. Um es jetzt mal so frei übersetzt zu sagen. Also, fand ich schon sehr witzig, wo ich das gelesen habe. Ich meine, es war doch klar, dass die ganzen Leute dann nicht mehr auf Self-Found zurückgreifen. Ich meine, du droppst hier wirklich nur Scheiße. Okay, wir haben jetzt hier unser zweites Legendary gerade gefunden. Das war aber auch nur Zufall. Wir haben bisher ein Legendary gefunden gehabt, das war jetzt unser zweites. Und ja, Self-Found ist hier echt sehr, sehr schwer zu spielen. Und kein Wunder, dass die Leute dann auf Auktionshaus zurückgreifen, so oft, vor allem so extrem. Das ist nun mal so. Wird sich auch nicht verändern lassen. Zumindest nicht so lange, bis rausgepatcht wird. Ah, schon eine sehr, sehr lustige, ja, wie soll man sagen? Vor allem ein sehr gewagter Schritt. Und ich bin gespannt, was auf uns zukommt und was uns da erwartet. Ah, ich war echt geflasht, wo ich das gelesen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass Diablo, also Blizzard, das umsetzen wird. Da muss man echt sagen, wie scheiße muss das für die gelaufen sein mit einem Goldauktionshaus. Also die werden ja wohl nicht hier, ich meine, ich erläutere es nochmal ganz kurz. Die bekommen 15% der Umsätze im Echtgeldauktionshaus, ne? 15%, das heißt von 100 Euro kriegen die 15 Euro mal eben reingeballert. So, warum rentiert sich das nicht für die? Also es scheint sich wirklich nicht zu rentieren, sonst hätten sie das Ding nicht rausgebaut. Weil Blizzard ist nun mal noch ein gewinnorientiertes Unternehmen und dementsprechend, ja, wäre es gewinntrank gewesen, hätten sie es wohl nicht raus, beziehungsweise würden sie es nicht abschalten. Also irgendwas scheinen sie auch schon direkt am Anfang verkehrt gemacht zu haben und die Frage ist was. Okay, andererseits muss man dann sagen, es kommt ganz klar, oh ich bin voll, kurz statt. Man muss dann ganz klar sagen, man bekommt wieder mehr, ja, Spielerbindung. Also man ist angewiesen, um neues Equip zu finden, mit anderen Spielern zusammen zu spielen. Was bisher nicht so der Fall ist. Man ist einfach ins Auktionshaus gegangen und fertig. Andererseits muss man sagen, es wird natürlich auch... Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier vercraften. Nicht, dass ich jetzt hier unten Scheiß mache. Deswegen bin ich mal ganz kurz still. So, das ist alles Müll hier. Was hat er denn gefunden? Ah, für einen Zauberer. Nicht schlecht von den Stats her. Wow, was haben wir denn hier? Einen schicken Gürtel. Ne, lassen wir. Noch ein Gürtel. So, zwei brauchen wir nicht. Eine Armbrust brauchen wir, glaube ich, auch nicht für unseren Barbaren. Das sieht alles recht nach Müll aus. Okay, so. Die haben wir mit weg hier. Brauche ich kein Schwein. Die haben wir einmal in eine Truhe, falls wir mal sterben sollten.
Man weiß es nicht. Was wollte ich machen? Genau, das hier reinballern. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein Amulett, was Müll ist. Okay. Sehr gut, sehr gut. Können wir unser Spiel mittlerweile schon mal updaten? Naja, fehlen uns noch 3 Seiten. Sehr schade. So. Halt, das wollte ich noch. So, okay. So, ready. Warten noch mal ganz fix. So, okay. Wir haben jetzt hier gut Schaden, muss ich sagen. Knapp 900 DPS, das ist nicht schlecht. Für Level 41. Komm, mein Freund. Komm. Ja, wie gesagt, also das Problem, was ich auch noch sehe, ist das Scam-Problem. Also dadurch, dass es kein Auktionshaus mehr gibt, wird das Scam-Potenzial unglaublich erhöht. Also Leute verarschen sich gegenseitig. Also Scam halt, heißt halt betrügen und wie gesagt, es fängt halt wieder an. Man wird sich gegenseitig selbst betrügen und man wird andere betrügen und es gibt ja keinen Richter und es gibt keinen Henker und dementsprechend wird sich das munter verbreiten, dass man echt aufpassen muss. Und ja, ich bin immer noch jemand, der gerne, sehr, sehr gerne mit Leuten spielt, die er kennt. Dementsprechend dann, komm, brauchst du das? Ja, nehme ich wohl. Und dann nach dem Prinzip halt, ne, so. Andere helfen anderen. Und das ist dann so ein kleines Problem, was ich sehe, wenn das Auktionshaus weg ist. Es gibt keinen neutralen Handelsplatz mehr. Das Scam-Risiko steigt natürlich extrem. Okay, ist jetzt natürlich die Gelegenheit für andere Leute hier, ein Forum zu eröffnen, eine Website, wo man handeln direkt nur handeln kann. So, exklusiv D3 handeln, also traden. Ich glaube, das ist noch eine Marke. Sollte ich vielleicht mal machen. Klar, man kann bei, wie heißt der, GS, schieß mich tot, Pi, handeln und bei Diablo Forum und bei, ich weiß nicht wo, es gibt aber halt 1000 Foren über Diablo. Aber so ein Handel, also ein Trade Alone Forum, weiß gar nicht. Hat mich bisher noch nie interessiert, gab das Optionshaus, ne? Ja, so ist das. So, genug gequatscht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute.